machen, um es mal so zu sagen. Aber vielleicht fummel ich da was, vielleicht. Wir gucken mal, wir machen mal, wir werden mal sehen. Ja, das hört sich erschreckend ähnlich an, ne? Ist aber auch nur Spaß. So, sollen wir mal ein bisschen gucken? Ich habe nichts vorbereitet. Wo ist der Browser? Hier. Das ist cringe. Das wollten wir uns angucken. Also wollten wir uns eigentlich nicht angucken, aber ich will nicht sagen, ich werde gezwungen dazu, aber in die Richtung geht es dann eher schon, ne? So. Reinsliden von der anderen Seite. Ja, richtig, komm, dann machen wir mal einen Nachzügler reinsliden. Guck mal, ich bin so aus der Übung. Ich weiß wie. Wo ist der Knopf hier dafür? Das hier, ne? Es erschreckt euch nicht. Puff. Ihr hört mich ja noch, ne? So. Paff, Bruder. Da ist er wieder, ne? Grüße auch an die Runde da draußen, an die frechen Buben auch an YouTube. Wir gucken uns heute mal so, ihr seht es schon am Logo, spezielle Menschen an, so will ich es mal nennen, ne? Ihr wisst schon, das Logo heißt nichts Gutes. Also, das ist halt einfach eine Cringe-House-Compilation oder Zusammenstellung, wie ich es gerne nenne. Keine Ahnung. Soll ich mal angucken? Hab ich keinen Bock zu, ne? Ja, auch nicht. Ja, müssen wir trotzdem durch. So. Das ist. Gut, dann. Ist das für euch so laut wie für mich? Ich glaube nicht, ne? Und da ich ja der Profi-Streamer bin, kann ich das hier irgendwie einstellen. Weil wenn ich das da einstelle, ist das für euch auch leiser. Ich hoffe aber, dass. Bin ich ein bisschen leise? Ah, okay, wenn ich gleich wieder rumschreie, dann ist das wahrscheinlich wieder so. Ich werde gemobbt im Chat. Ach, apropos Chat. Achte. Ich muss euch hier noch auf den siebten Bildschirm machen. Wo seid ihr? Damit ich euch im Griff hab. So. Ich hab nämlich vier meiner acht Bildschirme habe ich jetzt nochmal unterteilen können. Ich weiß jetzt, wie das in Windows geht. Ich bin so Hackerman geworden. So, guck. Kann ich euch nämlich hier so zack. Puff. Sehe ich euch nicht noch besser, ne? Könnt ihr mich besser mobben und ich euch besser bannen? So ist halt, ne? So eine Win-Win-Situation. Ja, danke. Hamsterbraun ist auch schön. Wie gesagt, ich habe am Anfang, ich bin mir noch unschlüssig wegen den Brillenfarben. Ich habe hier noch schon ein paar andere, aber vielleicht machen wir gleich kurz Pause und dann gehe ich wieder raus, rein und kommt wer anders rein. Ihr wisst, wie es läuft, ne? So, jetzt bitte jetzt mir nicht ablenken hier. Ja, ich stopp direkt mal, ne? Weil das ist auch so ein Phänomen. Ich glaube, die heißen irgendwie Inselboys oder sowas. Ich glaube, die haben Musik gemacht. Mehr weiß ich auch nicht. Aber die sind auch ganz komisch. Also alles, was ich von denen sehe, ist irgendwie fragwürdig. Da siehst du mal nicht irgendwie was Cooles. Hey guys, wanna see something cool? Brüder, das sind die Füchse von heute, ne? Oh, Leute, ach komm jetzt, das ist doch. Was soll das denn? Come on, I swear, it's really cool. Nein, bleib mal in deinem Fellanzug, bitte in deiner. Ja, Hauptsache, du hast die Gardinen zugezogen. Das ist auch da hinten. Nimm das Ding hier bitte. Och. Cool. Den Glubschi. And baby Husky is his wife. Ist das auch sowas wie mit diesen TikTok-Familien, die da in diesem Stream sitzt und oh, das ist meine Schwester und das ist meine Mutter und das ist mein Vater und das sind gar nicht die echten Vater und Mutter, das sind deren TikTok-Mütter und Vaters und was auch immer, was die Leute da für Realitätsentfremdungen haben, ist auch manchmal ganz speziell. Ah, Mulle. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ignorieren, aber du kamst gerade zum schlechten Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, das ist gerade ein bisschen unlustig. Ja, ihr könnt gleich, lasst uns das mal ein, zwei Episoden davon gucken, obwohl das ist 20 Minuten mit meiner Laberei, kommen wir da wieder bei 4 Stunden aus, ne? Ah. Ihr könnt gleich ein paar Sachen schicken, ist okay? Dann können wir da mal. Ihr habt wahrscheinlich Besseres als ich. Aber dann haben wir wieder Material für Stunden. Wir sehen. Ja, weil manche sitzen da und fragt sich einfach nur, ist okay. Okay, danke dafür. Jetzt da ist wieder einer in so einem Kostüm. Cringe Furry versus Discord Mod. Ja, zwei spezielle Rassen.
Und das Ganze auf der Cringe-Plattform. Cool als nicht Twitch oder irgendwie so Switch. Keine Ahnung, wie der Scheiß da heißt. Auf jeden Fall kannst du das dann so schneiden. Das Traurige, so schlecht es war, es war wesentlich mehr, als dieser komische Drachenlord sich bei seinem Content gegeben hat. Ja, wow, ohne Metall. Oder ist das ein Filter? Bro, nein, das ist leider echt. Sind das deine echten Nägel? Ja, du hättest ein hübsches Mädchen sein können, wahrscheinlich. Ja, siehe da, jetzt hat die Hände bitte aus dem Bild. Guck. So, geht doch, oder? Ja, so kriegen wir was. Ja, das, wenn du denkst, du bist eine Katze, dann nicht. Ah, oh, Füße. Ja, wirkt cringig, aber wenn du das so richtig cool filmst und mit richtiger Musik so unterlegst, dann könnte das auch für ein Musikvideo sein. Ja, auch in den Musikvideos, da spielt gar nicht die echte Musik. Ja, auch das Kostüm, ich glaube, es hat ein bisschen was, ne? Ja, es war halt, glaube ich, auch mal so eine lange Trendzeit irgendwie, dass du halt gar nicht gehst, aber es so aussieht, als würdest du gehen. Ja, cool. Was ist das jetzt? Ist das jetzt hier Hobby-Catting oder was? Was soll das sein? Ist das eine Katze? Ist das ein Kanickel? Was ist das? Ist das Hobby Animaling? Little pimply little shit. Okay, I'm just trying to get. Ja, ich muss zum Teil sagen, die deutschen cringe TikTok-Videos sind ein bisschen besser. Die sind cringiger irgendwie. Die sind harziger. Check out now. You're not that guy, bro. Trust me, you're not that guy. She a baddie, she shake it like jelly. 100 pairs of Chanel, but I'm still shaking ass in a deli. When my bitch got a. Der hat mich gekriegt. Ich überlese einfach gekonnt euer Haarmobbing. Kann ich ganz einfach. Geht ganz einfach. Ich sag's immer wieder, ne? Du hast dann auch, wenn sowas cool aussieht, ja, vielleicht. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, das nicht hochzuladen. Ja, eben, rein die Wipes. Ja, es ist halt auch so, wo du dir vielleicht dann Gedanken machen kannst. Neck! It's literally nothing! Why does everybody keep talking about it? Was ist das eigentlich, eine Kunstform, dass die da immer so reden wie Disney-Prinzessinnen, damit immer alles so total over... Wie heißt das? Overreacted? Nee. Overplayed? Ihr wisst, was ich meine, aber ist das irgendwie Trend, dass man... They are not hickeys. Seriously? Stop. Do not tell anyone. Ich will deutsche Cringe-TikToks. Ach, du bist langweilig. Wie lang geht denn das? Wer hat denn so eine Aufmerksamkeitsspanne bei TikTok? Ja, zeig mir so einen Scheiß. Freitag, ey. Jetzt mal ernsthaft, das ist aber auch schlechter Content. Ja, es ist ein Cringe, aber das braucht doch kein Mensch. Ja, ist okay, aber was hat der Baum dir getan, bitte? Jetzt mal ernsthaft, warum ziehst du den Baum mit da rein?
Das ist auch so unangenehm. Da habe ich letztens einen gesehen, der sich da irgendwie auf dem Boden immer hinlegt und dann da rumrobbt wie so eine Schlange und dann am Rumschreien ist. Jetzt mal ernsthaft, stell dir vor, du kommst von einem harten Arbeitstag nach Hause, bist schon gezwungen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, wo du generell dann schon denkst, boah, ne, andere Menschen, eigentlich gar keinen Bock drauf, ne? Bist schon voll genervt. Und dann fängt er da an, da sich auf den Boden zu legen, rumzuschreien, wie so ein Behinderter. Und ich weiß nicht, sollst du dem Mann helfen? Hat der vielleicht einen Schlaganfall? Oder wie verhältst du dich da irgendwie politisch korrekt in der Situation? Ist das auch ein neuer Trend, den Leuten dann irgendwie in der Öffentlichkeit so auf die Nüsse zu gehen, nur um dann 28 Klicks auf YouTube oder auf TikTok zu machen? Das kann's doch nicht sein. Was macht Kick denn wieder? Also, stockt der Stream oder kommen die Nachrichten nicht durch? Wenn die Nachrichten nicht durchkommen, dann müsst ihr weniger beschimpfen. Ne? Der Einzige, der hier beschimpfen darf, bin ich, wenn ich möchte. Noch bin ich gut aufgelegt. Das kann sich in Sekundenbruchteilen ändern, das wissen wir alle. So, ich gucke jetzt hier, das langweilt mich langsam. Also da müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie noch was anderes rangezogen kriegen. Wir haben Freitagabend, Freunde. Ich will was erleben. Was passiert denn? Ich begreife das Internet gar nicht so richtig, Leute. Ich will ehrlich sein. Was machen die denn da? Ja, was für Anime-Intro. Jetzt mal ernsthaft. Da kann ich mich auch bekacken filmen und nenne es dann, weiß ich nicht, ich habe gekocht oder so. Was für Anime-Intro. Ja, das hat auch nichts damit zu tun, Funkel. Ob die das sind oder nicht, das geziemt sich trotzdem nicht. Das ist mir alles nicht cringig genug, Leute. Das ist einfach nur schlecht. Das hier ist, ich will solche TikToks sehen. Das hier sieht vielversprechend aus. Ja. Aber wo Problem? Ja, gehst danach mit dem Föhn drüber, ist alles sauber. Wo Problem? Jetzt mal ernsthaft. Das musst du so machen. Ach, sie war schon süß, oder? Das war. Manchmal. Das waren die Island Boys hier vor der Verwandlung. Ja, stimmt, hier steht's auch. Ja, aber das sieht so ähnlich aus. Not the Island Boys. We have zero tattoos. We don't rap. We don't live in Florida. We never swear. And we're always positive. Ihr geht mir auf eine andere Art und Weise auf die Nerven, würde ich sagen. Ja, dann sag mir, wo ich sowas herkrieg, liebes Funkel. Also, wenn's da, das müssen aber Zusammenschnitte sein. Ich kann die nicht alle einzeln anklicken. Ich bin da echt zu alt für. Ich habe doch zwei, drei andere Videos. Ich muss mal gucken, ob ich mir da noch was zurechtschneide. And we don't kiss each other. No. Da ist er! Da, von dem habe ich eben geredet. Der Typ legt sich auch mitten in der U-Bahn oder weiß ich nicht, ob die Straßenbahn, keine Ahnung, ich kenne mich ja damit nicht aus, aber da in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln da bei den Leuten, legt er sich da hin, stell dir vor, du kommst von der Arbeit, hast richtig Stress gehabt und dann... Was willst denn du da machen? Dann hast du doch auch wirklich... Das würde doch so den ein oder anderen Amoklauf auch erklären, irgendwie. Also so, was die Menschen, die drehen doch dann ab. Ich höre da gar nicht mehr irgendwie richtig zu, wenn ich ehrlich bin. Das gibt mir nichts. Das ist nicht cringig genug, das ist einfach nur schlecht. Ich will umswitchen. So wie man das heute machen kann, wo man sagt, na, ich definiere mich heute anders. Ich will hier... Paff. Geben wir der Sache mal eine Chance, ne? Ich meine,
Ich glaube, es ist ein schreiendes Tier am Anfang. Das kann ja eigentlich. Eigentlich kann das dann. Warum klickt das hier? Kann ja nur gut sein. Ist es eine Katze oder ist es eine Fledermaus? Bruder, jetzt bin ich gar nicht mehr so begeistert vom Flederkatze. Ja, ich hab's nicht erkannt. Ich wusste aber auch nicht, dass Katzen so schreien können. Ich weiß nicht, das war jetzt nicht so der gute Anfang. Ich hoffe, du hast Besseres zu bieten. Kabelarm macht Ansage. Das ist aber geschminkt, oder? Jetzt sagt mir nicht, dass das tätowiert ist. Deutschland. Also, ne? Ganzer Satz auf Deutsch, bitte. Und nicht irgendwie so ein WTF? What the fuck? Alter, dumm. Echt? Das ist schon dummer. Das sind die richtigen TikToks, die ich sehen will. Werd mal aggressiv hier. So, hier Berlin. Farbige Haare. Das ist vielversprechend. Das Problem ist, ich sag's euch ganz ehrlich, du weißt ja gar nicht, wer da jetzt echt eingeschränkt ist, wer jetzt eine wirkliche Behinderung hat, wo du dich da nicht drüber lustig machen solltest, darfst, können, weiß ich nicht, aber... Und wer das nicht hat, du kannst es ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Irgendwie fühlt sich das an, als wären alle behindert. Joints drehen und Nutzen ficken, das ist ein easy Ding. Ich kann zwar jetzt nicht vieles, aber das beides kriege ich nicht. Es sieht auch irgendwie, keine Ahnung, aus wie so ein Politiker oder so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Zwar jetzt nicht vieles, aber das beides kriege ich hin. Y enséñame ese pasito que no sé un besito. Wer kauft denn solche Schuhe? Wer geht denn in den Laden? Also jetzt über 14 und sagt, wow, krass, die Schuhe gönne ich mir jetzt. Ahu. Oh, sie. Ja, die habe ich auch schon im Stream auseinandergenommen, ne? Leider gibt es davon keine Aufnahmen, was ich richtig schade finde, weil ich die richtig rund gemacht habe, ne? Aber die ist halt auch, die macht das auch so auf die Art und Weise. Ich beschimpfe die Leute da draußen, damit ich hier meine Reichweite kriege. Das ist auch ein ganz interessantes Ding. Walking down the street. Also ich meinte jetzt mit Ding nicht sie, sondern diese Thematik halt, so diesen, den Hass hervorzurufen, um es mal so zu sagen. Pretty woman. Hex, hex. Was... Bitte. Aber ihr merkt schon, ne? Die Deutschen sind schon noch ein bisschen cringiger. Hauptsache einfach mal, habt ihr das Menü dazwischen? Da war noch ein Menü dazwischen, oder? Da war noch Essen dazwischen. Puff, Bruder, einfach irgendeine Grillplatte dazwischen oder so. Aber es war eine neue Art, die Augenbrauen zu machen. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Was ist das? Ist das die Batman-Variante? Das sieht aus wie Batman. Also zwei Batmans, die sich irgendwie angucken, ne? Also das hier sind die Ohren von Batman, das ist die Nase und hier geht das so der Umhang. Und hier ist noch ein anderer Batman. Und die tun gerade auf ihrer Stirn ausduellieren, wer der echte Batman auf Stirn hätten ist. Keine Ahnung. Du kannst mich gerne hassen. Ja, was war da jetzt? Oh, Hauptsache, du hast dein Buddy präsentiert. So, was habe ich jetzt auch hier richtig ge... Kannst du... Er sieht auch schon wieder super aus. Aber lern mich erstmal kennen und hör nicht auf ihr... Kann ich irgendwie die Nummer vielleicht irgendwie... Ach nee, ich keine Ahnung, ob die volljährig ist. Aber sie, also sie kann schon mit ihren Blicken, kann sie schon
hingehen und... das wird eine schlaflose Nacht für mich. Ich bin ganz aufgewühlt. Gerne hassen, aber lern mich erstmal kennen. So, Zelda, siehst du, deshalb mag ich dich. Deshalb, das ist der Grund, warum ich dich mag. Du hast direkt erkannt, dass das alles gespielt war, weil die Haare einfach nicht lang genug sind für mich. Das ist das. Du hast mich so ein bisschen durchschaut. Was traurig ist. Aber ja, natürlich, ich würde mit dieser Frau nichts anfangen, weil die Haare einfach nur Kinnlänge sind. Das ist ein No-Go. Red Flag. Und hör nicht auf ihr. und noch so ein paar andere Gründe. Aber die Haare ist auf jeden Fall. Was ich auch nicht verstehe ist, wenn die doch sowas machen, warum können die den Text ganz oft nicht? Warum gehen die hin und machen einfach so und tun da irgendein... Ja, da kannst du es öfter verwenden, aber da muss doch die Lippensynchronisation muss doch richtig, richtig stimmen. Was ist das denn für eine Symbolik für das weibliche Geschlechtsorgan? Macht man, ist das so? Ja, jetzt hör auf zu tanzen und geh deinen Discord-Mod-Beruf nach. Ich mach es mir selbst. Boah, der auch, Junge, das ist, ich weiß auch nicht, das ist auch so ein ganz spezieller Typ, der will das ja, der möchte das ja, weil der... Ich weiß nicht, ob das... Ach, aber der ist auch speziell. Das ist genau wie dieser Matze Pro oder wie er heißt von TikTok. Ich kann das nicht auseinanderhalten, ob die wirklich halt da irgendwie eingeschränkt sind oder ob die diese Rolle spielen. Und dann diese komischen Tunnel da. Ich meine, kann ja jeder machen, wie er möchte, aber diese Löcher, die... Ja, das stinkt doch auch, habe ich mir sagen lassen. Wenn das da irgendwie verwächst. Ich kenne mich da aber zu wenig mit aus. Blasen, die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so... Auch da nochmal, ich kann es gar nicht mehr einschätzen. Ist das jetzt eine KI? Ist das ein Kind? Ist das eine erwachsene Person, die eingeschränkt ist oder eine Behinderung hat? Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, das überfordert mich alles aus Internet. Eng, sie ist so eng, eng. Ich kann da auch schlecht drüber lachen, weil es ist dann schwierig. Das hat einen Gendefekt. Ja, wenn es dann wirklich so ist, ich meine, dann kann dieses Mädchen ja auch nicht wirklich was dafür und dann ist es dann auch nicht so dieses Cringe, wo du sagst, hey, ich kann mich darüber lustig machen oder so. Aber für mich ist es unheimlich schwer, das herauszufiltern. Kann man da nicht irgendwie eine Regelung wenigstens für mich machen? Die Abschussrampe. Ja, aber er hat wenigstens Haare, ne? Dann weißt du auch, auf so einer Plattform, da kannst du sowas, kannst du posten, ohne gesperrt zu werden. Aber wenn ich einen Garnelen-Stream da anmache, dann heißt es wieder, hoch, der Hassprediger ist unterwegs, obwohl er gar nichts sagt, weil eine Garnele durchs Bild schwimmt. Ach, so eine Scheißmusik auch, ey. Ja, ich ritze mich. Ja, ich esse so gut wie nichts. Ja, ich verstelle mich. Ja, ich... Das ist so eine ganz spezielle Art von Menschen, ne? Meistens so ein bisschen korpulenter. Wie heißt das, wenn du auf Frauen stehst? Lesbisch? Und dann so grüne, komische Haare. Da, und dann TikTok. Dann weißt du schon, okay, die macht jetzt Ansage, wie hart sie ist und dass keiner ihren Crush irgendwie anfassen soll. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag keine Berührungen. Und ja, ich bin krank. Doch trotz allem bin ich noch ein Mensch und kein Monster. Und dann meinte sie... Oder auch, was ist mit diesen Lippen? Was ist denn, übertreibt doch bitte nicht. Das ist, ihr könnt doch nicht mehr essen.
Ihn habe ich jetzt auch irgendwo drauf gesehen, wo er sagt, ne, oh, ich mach mit dir Schluss, weil du kein Alpha bist und dann Verwandlung. Und dann ist er da mit einem schwarzen T-Shirt und einer Kette und guckt cool in die Kamera. Und dann ist er doch Alpha. Mach das Gleiche nochmal, nur halt anders, ne? Jetzt kann er Gewichte heben. Jetzt hat er ein schwarzes T-Shirt und eine Kette an. Und er lächelt. The Lächelman kann Gewichte heben. Ja, vielleicht ist das heutzutage das Aufwärmen zum Hobbyhorsen. Wer weiß das denn schon heute? Natürlich habe ich was Schwarzes drunter. Natürlich, ne? Weil ich der Alpha bin. Aber dann, weil ich halt der zärtliche Alpha bin, habe ich ja auch meine Kuscheldecke, weil mir kalt ist. Hört auf, einzeln in den Chat zu schreiben. Und warte, ich bin noch nicht fertig mit dem Süßsein. Und weil ich halt nicht nur der empathische süße Fuchs, ich habe ja auch meine Wärmflasche. Die ist hier sehr, sehr fällig und warm. Und hier, das ist ein Fuchs. Ne? Eben. Sie ist sehr, sehr warm. Aber sie ist für mich. Danke für die ganzen einzelnen Chat. Aber es gibt heute nichts. Wir gucken uns, hat die da eine Nadel in der Nase? Da haben wir auch wieder farbige Haare. Also, farbige Haare ist ganz ehrlich, wenn jetzt einer hingeht und so ein Cosplay macht, dann ist das ganz cool und sowas. Es gibt ganz wenige Leute, wo ich der Meinung bin, farbige Haare gehen. Das ist ja auch nur meine Meinung, ne? Wenn die meinen, hey, ich tu mir jetzt irgendwie gelb-grün gemustert da, was sollen sie machen? Okay, aber schwierig. Also kann nicht jeder tragen, so blaue Haare oder sowas. Hey Shorty, woher kommst du? Woher kommst du? Sie kommt aus 030. Ihn kenne ich aber. Also, was heißt kennen? Ne, aber der hat doch auch da in diesen Frankfurt-Dingern hat er da mitgemacht. In diesen Frankfurt. Siehst du, guck mal hier, ich lerne jetzt die ganzen Connections da bei YouTube und so, lerne ich jetzt kennen. Actube oder sowas heißt der. Was hat der jetzt? Hat er die Wand geknutscht? Sie kommt aus 030. Und das kommt heute an. Ja, mach mal ein cooles TikTok. Ja, machst du sowas? Hast du da wieso diese Hintergründe? Warum ist Hintergrund nie ein Thema für euch? Das ist genauso, warum war die Frisur für einen Rüdiger nie ein Thema? Warum sind Hintergründe? Und wenn, warum habt ihr dann eine leuchtende, blinkende Lichterkette im Hintergrund? Ach, wenigstens ist es kein Fliesentisch. Ah, das sind meine Memes, die brauche ich. Ah, lass uns doch mal so filmen. Weil das einfach so total gut ist. Und dann lass uns das doch nehmen. Und dann laden wir das auf eine Plattform hoch. Und dann gucken wir mal, was andere Leute dazu sagen. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass die Leute da sitzen und sagen: Ey, ihr seid ein voll süßes Paar. Und der andere dann schreibt: Hey, ich wünsche euch alles Gute für euren gemeinsamen Weg der Liebe. Und der Dritte dann wiederum schreibt: Hey, du hast aber schöne Haare. Was erwarten die Leute denn auch? Also, wie gesagt, es ist ja auch toll, wenn du sowas in deiner WhatsApp-Gruppe privat unter deinen Freunden und Familienmitgliedern, aber ich verstehe dann diesen Aspekt nicht hinzugehen und zu sagen, ich tue das jetzt der ganzen öffentlichen Welt präsentieren und wenn einer was Böses dagegen sagt, oder was heißt, es ist ja noch nicht immer böse, ne? Oft ist es ja nur eine Meinung, wenn einer schreibt, i, das ist aber eklig, dann ist das ja nur eine Meinung, dann ist das ja nicht, noch, eigentlich dann ist das noch nicht mal ein Angriff irgendwo, wo ich auch sage, ja, wenn das für euch okay ist, macht das, aber ich finde das eklig. Das ist genauso wie Rosenkohl. Anscheinend gibt es ja tatsächlich da draußen Leute, die Rosenkohl essen. Was auch immer mit euch nicht in Ordnung ist. Alles okay, aber
ich esse kein Rosenkohl. Das ist natürlich, die Natur sagt es ja schon am Geruch, hey, bitte Finger davon, ne? Du isst nichts, was so riecht. Wenn ihr damit, aber das ist meine Meinung. Und dann ist das okay, wenn ihr Rosenkohl essen möchtet, wenn ihr euch das antun möchtet, dann könnt ihr das gerne weiterhin tun. Und dann ist es auch gar nicht schlimm. Aber ich esse keinen Rosenkohl. Und ich werde den auch nicht in die Heißluftfritteuse ballern. Auf gar keinen Fall. So, weiter. Ist doch jetzt gut. So, das haben wir geschafft, ne? Ballern wir noch eine. Ich meine, wir müssen uns da wahrscheinlich die Perlen drunter raussuchen. Oder? Gehen wir noch ein bisschen? Ja, ne? Komm hier. Machen wir. Wir waren, das war jetzt 5. Dann nehmen wir jetzt 3. Weil das ist eine gute Reihenfolge. Na, hättest du keine Katzen fürs Intro genommen, hätte ich vielleicht abonniert. Ja, komm. Ich liebe dich immer noch. Ich kämpfe immer noch um dein Herz. Ja, gut, hey, der Bré tut gerade seine Gefühle raus. Ballern. Bitte ruf mich an. Bitte schreib mir. Da weißt du halt nicht, ob das jetzt gespielt ist, ob das gefaked ist oder ob er wirklich so ist. Du bist mein Ein und Alles. Ich glaube. Das ist mit den Haaren, ist auch speziell. Und wir wissen alle, dass wir nicht auf die Haare achten. Bin verknallt in einen Tallahut. Ich wollte eigentlich später noch Brötchen essen. Das überlege ich mir dann nochmal. So, ich sag euch ganz ehrlich. Ja, okay, aber ich habe sie schon mal gesehen. Die macht irgendwie so komische Videos, wie die da am Lidl an der Kasse irgendwie danced oder sowas. Aber das geht in die Richtung, wo ich sage, hey, die Farbe an der Mulle, das ist okay. Also das sieht irgendwie stylisch aus. Ne? Wenn du so ein bisschen bekloppt ist, würde das so dein Attitude unterstreichen, wie man heute sagen würde. Aber sind wir ganz ehrlich, das wirkt halt alles sehr verbraucht. Du müsstest die halt hinter so einer Spiegelwand sehen, wo du halt so nur so Facetten siehst und grobe Farben. Aber keine Ahnung, was sie ja macht. Heute, die ist auf Kita. Darf man das heutzutage sagen? Das sieht jetzt nicht aus wie Nicole. Das sieht eher aus wie Wilfried, 53, Fernfahrer. Und das ist jetzt kein, nicht ganz böse gemeint, oder darf man das? Ist das so verschmolzen heutzutage, dass du das gar nicht mehr, ist das gar nicht mehr relevant? Natürlich sind Namen für alle da und im Endeffekt ist es auch gar nicht schlimm, ob es jetzt Nicole oder Wilfried ist, aber ich möchte nur meinen persönlichen Eindruck davon schildern, ne? Was die Leute machen und dass sie, das sollte ja wahrscheinlich eine sie sein, ist ja auch gar nicht wichtig, ob das jetzt eine sie oder ein der ist, aber manchmal für Witze ist das dann okay. Aber warum hier so eine Cola-Flasche und sowas? Die geben sich halt alle keine Mühe für den Content. Guck mal, ich sitze hier am Strand, weil ich eben den Greenscreen zugezogen habe. So bin ich zu euch. Und guck mal, erst jetzt erwähne ich, nach fast einer Stunde, ne, ey, ihr könntet ja mal ein Like rausballern für das Video. Weil ihr euch hier amüsiert habt, habt ein bisschen geschmunzelt und so ein Scheiß, ne, habt euch super, super Content angeguckt. Könnte man mal machen. Aber ich bin ja nicht ihr, ne? Ich seh's halt anders, lasse alle reden, lasse. Wir können das auch Max so laufen lassen, dass ich hier erstmal die ersten 28 Minuten sag, so, ihr müsst jetzt abonnieren, liken, der ganze Blablabla. Nee, ne, wisst ihr. Reden, lasse labern, es läuft wie. Ihr müsst das so wie so ein Hund machen. Ihr müsst kommen und euch das Leckerli abholen sozusagen. Ich will, dass ihr das wollt. Ich will, dass ihr da sitzt und sagt, ich will dieses Video liken. Damit hier mal so ein bisschen Show passiert, ja? Das muss einfach so sein. Danke. Wie von selbst und den Rest regelt Karma. Oh nein. Nochmal, ich habe den Greenscreen dahin gezogen. Was haben die gemacht? Ihrige Martha Walschak,
Die Ghetto Queen hat. Ja, ich schneide das eh zurecht. Da ist doch jetzt ein halbes Lied in meinem liebevoll gestalteten YouTube-Video. Dann kriege ich wieder nicht meine 7 Cent dafür, sondern gar nichts oder nur 3. Toll! Weil die Stromkosten wieder höher. Ashley, was wäre, wenn du nicht wär? Ist das echt oder ist das ein Filter mit den Augenbrauen? Ja, wow, crazy. Alltags-Make-up, ja, mal easy aufgetragen. Wenn man solche Wimpern hat? War. Abracadabra. Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Ja, auch sie, das ist, glaube ich, weißt du, das ist dann, ich glaube, sie ist halt so irgendwie, dann no joke irgendwie, dann ist es cool, dass sie sich da auch genauso mit dahinsetzt, ne? Das Blöde ist halt nur, wenn du nicht eingeschränkt bist und sowas machst, dann wird's halt, dann musst du halt mit der Kritik rechnen. Und die Nachfrage danach. Hier, so. Ich wollte meinen Dafür sind wir hier, ne? Für erwachsene Leute, die irgendwelche Cringe-Texte nachsprechen und den Lichtschalterkabel außen an der Wand haben. Er geht zwar nach unten, ja? Okay, wir steigern uns. Aber da hat er einfach den Kabel so vom Lichtschalter, so. Warum nicht wie so ab 1950 üblich so in der Wand? Pinsel in sie bohren. Sorry, ich war von der Musik abgelenkt. Die war dir das Beste. Mein Rücken hier, irgendwie die Schulklasse. Die 8B oder so. Hey, Corona. Er auch. Ich würde ihn direkt einordnen. Das Erste, was ich sehe, ne, Parf-Analyse vom Fuchs. Das ist hier dieses Matze Pro und dieser andere Typ, der eben mit dem Staubsauger gekuschelt hat. Das ist eher so diese Klientel von Menschen. Ja. Der Justin. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Sau, sau, Baby. Ich hab keinen Bock mehr auf Corona mehr. Wir haben so wenig Nudeln und Toiletten. Ja, aber mit deiner coolen Show-Einlage besiegst du, glaube ich, Corona. Danke dafür. Papier. Justin. Ihr wollt mich in Handschellen sehen. Verdammt, sie wollen mich in Handschellen sehen. Bruder, wenn du bei deiner Statue Handschellen anbekommst, dann wirst du nirgendwo mehr hingehen, weil das Gewicht dich auf den Boden fesselt. Doch die Aussagen all dieser Kachbars sind für mich nicht belastbar. Schwester ist wieder am Start. Ich hab euch... Was ist denn damit? Ist das echt? Ach, das war wieder so irgendein TikTok-Filter. Also ich kann mir bei manchen Sachen kann ich mir das nicht so vorstellen. Kann es sein, dass alle Leute mittlerweile irgendwie nicht so ganz fit sind? Guck mal, hätte sie nicht den Tunnel, dann wird das auch mit den blauen Haaren vielleicht klar gehen. Ne, ein paar viele Tattoos oder so. Ja, und auch am Hals. Auch da, es ist nicht böse gemeint. Ich finde das nur interessant, wenn ich mich da selber immer hinterfrage und sage, was sagt mir dieser Mensch, also ich aus beruflichen Gründen musste ich früher relativ zügig Menschen einschätzen können und einkategorisieren, um es mal so zu sagen. Und also ich würde mich beim Alter schon schwer tun. Wenn wir jetzt mal hier dieses Metall da wegnehmen, die könnte 14 sein oder 40. Und ob es Mädchen oder Junge ist, könnte ich dir auch nicht sagen. Ja. Machen wir mal weiter. So, dann nach der Performance kann ich dir halt auch nicht sagen, ob diese Person
normal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, darf, sollte, oder ob sie halt unter Betreuung irgendwo stehen sollte. I don't know. Habt ihr gemerkt, ne? Ich hab so cool wie so ein YouTuber so Englisch auch so gesprochen, so am Ende. Bro, was hörst du für Musik? Du hast hier irgendein Kuscheltier mit einem Herzchen und ein schief hängendes Bild. Wer hat denn ein Bild so in der Wohnung hängen? Wer macht denn sowas? Da weißt du doch schon, da stimmt irgendwas nicht. Und auch da, ne, so Lippensynchronisation, 10 von 10, ganz einfach, on point. Das guckst du dir auch an und dann sagst du dir auch als kleiner Junge, der so ein bisschen merkwürdig ist, sagst du dir doch so, wow, nee, das lade ich lieber nicht hoch. Aber sie machen es trotzdem. Zum Orgasmus, das ist ein Orgasmus. Ja. So, wir gucken jetzt noch 9. Vielleicht hat sich das ja was gebessert, ne? Damit wir auch die volle Cringe-Packung haben. Keine Ahnung, ob das auf dem gleichen Kanal ist oder sowas, aber ihr seht das ja alle hier. Deshalb habe ich das alles so gemacht, dass ihr euch das selber da raussuchen könnt, damit wir wissen, worauf, was ich hier gesehen und gemacht habe, ne? Ja, aber er sagt es. Danke dafür, wenn das der gleiche Kanal ist mit den Katzen-Intros. Ja! Ja! Nein, du hast dir keine Mühe gegeben. Du hast dir wirklich keine Mühe gegeben. Dafür, dass du hingegangen bist und das eigentlich, abgesehen davon, dass du den anderen Content genommen hast, zusammengeschnitten hast und ich noch weniger mache. Aber nein, du hast dir wirklich nicht so viel Mühe gegeben. Freunde, ich weiß, ihr seid noch da draußen. Ich weiß auch, der Chat funktioniert nicht mehr. Tut mir leid. Müssen wir jetzt durch. Ah, aber ich hätte euch eh ignoriert, ne? Wir gucken ja noch so ein bisschen. Warum geht der Chat jetzt wieder? Ich hasse euch. Ach, guck hier, da. Weil er irgendwie Fortnite oder was. Und guck mal, Bruder. Ey, was muss ich denn 8 Minuten überspringen, um zum eigentlichen geklauten Content zu kommen? Mach das mal ein bisschen knackiger und so ein bisschen ansehnlicher. Das ist ja einfach auch diese Schrift, das wirkt wie, als hättest du irgendwie 15, 10 Minuten da investiert. Ne? Die Zahl, jetzt könnt ihr so ein bisschen, weil das mit dem Bunt und Schwarz und, ach. Wir hassen dich auch. Ja, danke. Das wollte ich hören. Raus. Ich lutsche zum ersten Mal an einem PS4-Controller. Wow, cool. Kann ich dir dafür eine Rose spenden? Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Wirklich. Also vor allen Dingen, weißt du, ich stelle mir dann auch so direkt so einen Controller vor. Jeder kennt das vielleicht, ne? Du hast zu Hause so deinen guten Controller, der so gehegt wird und gepflegt wird. Und dann hast du so den Zwei-Player-Controller. Ihr kennt das alle nicht mehr, ne? Ihr sitzt ja nur noch allein zu Hause an euren scheiß PCs und habt davon keine Ahnung. Also, früher war das so, wir hatten Kabel an Controllern, die konntest du an Konsolen anstecken. Und wenn dann dein Kollege, dein Freund oder Familie, wer auch immer, ne, so fremde Menschen sind dann zu einem nach Hause gekommen und dann konntest du mit denen zocken. Und dann hast du halt den Gäste-Controller, den Gäste-Controller. Da fehlte so die eine Taste und irgendwie konntest du da nicht mehr noch richtig nach rechts und das Plastik war abgebrochen und hat dir wahrscheinlich so die rechte Hand aufge... Hallo! Rechte Hand so aufgeschnitten oder sowas beim Spielen. den gab es dann immer für die Gäste und du hast dann den richtig guten Controller bekommen. Jetzt stell dir vor, da vergehen so Wochen und Monate und an diesem Controller hättest du dann gelutscht. Wie ekelhaft ist das denn? Hallo? Es ist jetzt genug geschrien, bitte! Ich muss mal kurz auf die Überwachungskamera hier gucken. Ich lasse euch das hier weiterlaufen. Geil. Ach, den habe ich auch schon mal gesehen. Der verkauft mit so dubiosen Tricks irgendwelche Schokolade an irgendwelche Jugendlichen. Sei mit dir, wie geht's, Käfer, hallo. Habibi, hast du ein bisschen Gras? Nicht dabei, gar nicht. Mensch, Habibi, bin doch süchtig, da muss ich doch wieder Suchtdreh trinken.
ein Suchti heute wieder, ja? Habibi, einen schönen Abend für dich. Ja, was ist jetzt die Botschaft? Küsse deine Augen. Der hat bald Schokolade verkauft, doch wirklich, der hat mal Süßigkeiten verkauft. Der hatte mal einen Korb mit Süßigkeiten an, ich schwör's euch. Da ging's nicht um das Thema. Ich wusste nicht, dass er das jetzt auf einmal verkauft. Ich küsse dein Herz und ich lecke deine Seele und lecke deine Knickele. Tschüss! Da, siehste, Leute, spritzt euch kein Marihuana, sonst endet ihr so, dass ihr an irgendwelchen besprühten Häuserwänden irgendwelche Passanten ansprecht, von wegen, ja, ich küsse dies und das, ja. Distanziert euch davon, bitte. Don't do it. Ah, schon wieder, ne, der YouTuber. Ich finde das immer so interessant, ne, wenn die sowas machen, dann machen die sowas. Und der Hintergrund ist für mich so wesentlich interessanter immer. Steht da ein Erdmännchen? Das sieht aus wie ein Erdmännchen, was da steht und schreit. Kennt ihr das so? Ellen, Ellen. Sieht oder so wie so ein Hamster. Und auch da, ne, Lip-Sync jetzt nicht so gut, wenn, weil das muss ja professionell gemacht sein da, was du da machst, weil du hast ja schon Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, welche Zielgruppe du damit ansprechen willst. Ja, okay, doch, bei TikTok, ja, du hast recht, da kannst du mit Money generieren. Sowas läuft bei TikTok, glaube ich wirklich, dass die Leute das ist aber lustig. Nein, das ist, bisher ist es nicht lustig. Ich komm halt. Ne, du ziehst dich so an und dann tust du einfach eine stehende Kamera dahin und machst hier den Theo Bananenbrot und dann denkst du, wow, das ist super, ich lade das hoch. Die anderen Leute haben Spaß damit. Das hat Mehrwert. Ganz toll. Aha, du bist so Smarty Marty. Du bist so Smarty Marty. Jetzt muss ich wohl den Kommentar liken, weil da steht ja, etwa, gefällt dir mehr Stella? Da steht es nicht und ich werde deinen Kommentar nicht liken. Ja, ja, ja. Butz, ja, hast du bekommen, ne? Ich saß im Sessel und schnarch. Wer hat denn solche Bilder bei sich zu Hause über der Couch? Ich bitte euch, bitte, welche Menschen machen denn sowas? Weil das sind genau solche, diese Leute, die von ihren Eheaufnahmen so diese zwei Hände haben, die sich so, oh Gott, und dann so die Eheringe irgendwie auf so einem Rosenbett oder sowas. Ja, und dann nach zwei Wochen schon wieder keinen Bock auf die Ehe. Ja, klar, kennt man, aber... Wer hackt denn sich solche Bilder? Oh Gott! Also warum haben diese TikToker überhaupt mit Tesafilm immer ungerahmte Bilder an sich in den Hintergrund kleben? Was ist denn mit den Leuten nicht in Ordnung? Und danke für den Content. Danke, dass du dich da schlafen zu irgendeinem Lied hingesetzt hast und jetzt aufgesprungen hast und eine super Show machst. Weißt du, du hättest hier irgendeine bunte Beleuchtung noch da. Bisschen. Hintergrund auch wieder. Wer gestaltet denn seinen Hintergrund so farblich? Wer denkt sich denn, lila Vorhänge ist eine gute Idee? Und warum filmt ihr immer in die Lichtquelle? Ja, ihr habt Deckenlampen, ist ja okay, aber der Hintergrund wird 2 Meter rechts wahrscheinlich genauso scheiße aussehen. Aber dann hätten wir diese Lampe nicht... Ich weiß, es ist ein Fehler, Ansprüche an TikTok zu stellen, aber ich mach das halt einfach mal gerne. So, jetzt hier Nutella-Schadensersatzklage, ne? Ist das ein Filter oder haben die wirklich da diese ganzen Dinger im Gesicht? Mehr Metal im Gesicht, als Reini jemals hatte. Sehr gut. Mache das Shop mit deinem billigen Hase. Ewa. Ewa. Ja, war gar nicht so schlecht, wenn wir ehrlich sind, ne? Also, wie gesagt, ihr habt schon gerade gemerkt, ne? Das habe ich als Arbeit angesehen. Als gute Performance, weil ich mir vorher und nachher TikTok-Dinge angeguckt habe. Bruder, das ist Luxus, ne? Einfach so ein Pissoir zu Hause.
Neben der Zahnspülung. Einfach Pissoir, das ist wunderbar, neben dem Waschbecken, ne? Als hätte sich der Rainer auch machen sollen. 3308 Likes. Ich bin gespannt, was passiert. Ach, da, 3300 Likes dafür. So, was ist jetzt mit ihm hier? Ist der Discord unmoderiert oder was? Ich gelobe! Mein Vaterland zu schützen! Unser Volk zu schützen! Deine Mutter bängt und du flänzt. Nee, es ist okay, ich hab dich gesehen, ist okay, wir können weitermachen. Wir gucken nämlich hier MC Snake oder was, macht Ansage an die ganze Hood von Deutschland. Es ist mir egal, dieses Album ist so wie ein Eimer voll Benzin und... Ja, und wie gesagt, also, auch da der Hintergrund, ne, auch die Kaffeemaschine, der wirkt schon, Banks, das wirkt schon, so richtig Straße. Dein Streichholz, dass ich quer durch eure Fresse zieh. Ihr seid alle nicht street, ihr seid Hunde, ja, nicht am Beach. Guck, wie deutscher Rap grad Koks vor meinem Schwanz zieht. Es ist ein Ghetto-Chef, was für... Es hat sich auch auf jeden Fall, ne? Du setzt dich hin und machst dann halt 10 Sekunden so und musst ja noch nicht mal Lippensynchronisation machen, weil du ein Tuch davor hast. Ja, danke dafür. Hi zusammen, ich esse jetzt lecker Nudeln. Ja, das ist auch so, ich weiß nicht, was ist denn komisch? Die machen ihre Kamera an und erzählen mir, was sie den Tag über machen und irgendwie sitze ich da und denke mir, dass du überhaupt den Tag überlebst, ist ein Wunder. Mit geschmolzenen Käse. Sehr, sehr lecker, sehr zu... Okay, guten Appetit. Zeig uns nicht, wie es gemacht wird oder irgendwas, aber okay. Okay. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Halloween-Nachmittag. Bye-bye zusammen. Tschüss. Ciao. Das ist links, links radikaler Schlager. Meine Schwester steht im Shirt von GG. Das ist halt auch wie so Matze Pro Geschisse, ne? Aber halt in so einem Outfit, nenne ich es mal. Die Halloween Edition von Matze Pro. Aber weißt du, er hat wenigstens noch einen Filter oder einen Effekt darüber gemacht. Danke dafür. Oh Leute, warum, also der Hintergrund, ne, der ist wieder... Aber wow, hey, sie hat wenigstens bunte Lichter, wenn sie tanzt, das ist schon, ist richtig krass, das ist Content. Da haben wir wieder Batman-Augen. Also, aber das ist nicht Augenbrauen? Das ist ja so über die Augen irgendwie. Ich glaube halt auch, die ist auch eingeschränkt oder so. Und ich habe es eben schon erwähnt, ne? Ungerahmte Bilder mit Tesafilm an den Wänden im Hintergrund. Warum? Ich weiß es nicht. Und das ist jetzt kein Einzelfall. I'm getting ripped tonight. R.I.P. that. Das nächste Ding schon. Der nicht mal einfach so. Ich krieg. Entschuldigung, ich muss husten. Ich reg mich auf. Diese einfach kreuz und quer aufgehangen. Kein Motto, kein. Nicht einfach so, und das machen die auch mit Tattoos. Die denken sich, hey, hier eins, da eins, nicht zusammenhängen, einfach scheißegal. Als würden sie es in 2 Wochen wieder abwischen können. Nein, aber die Leute sehen halt ihr ganzes Leben merkwürdig aus. Nicht falsch versteht, ich habe nichts gegen Tattoos, aber ihr wisst, was ich meine. Die Leute, die so eine Wand dekorieren, die dekorieren ihren Körper halt auch merkwürdig. Wenn es denen gefällt, ja super, ich find's scheiße. Ich würde meinen Körper halt nicht so dekorieren. Das muss doch ein Filter sein. Die gehen doch nicht hin und tun sich da diese ganzen Dings da. Und ja, Hintergrund brauche ich jetzt nicht zu erwähnen, Freund, oder? Das wird wahrscheinlich der beste Hintergrund in dieser Wohnung gewesen sein, wo er sich gedacht hat, boah, ich mache jetzt einen Ansagen-TikTok.
Ja. Wenn du willst, dass ich dich bumse, musst du mich an. Ich schreib dich. Ich sag es, ich hab dieses Video vorher nicht gesehen, wirklich nicht, ja, es wirkt vielleicht so, aber ich sag es gerade und guckt euch das, das sieht doch an, wie wenn ein 7-jähriges Mädchen sich irgendwie eine Mickey-Maus kauft und kennt ihr diese von früher, diese Abzieh-Tattoos, die du halt einfach nass machst, dann tust du sie auf die Haut und dann halten die 8 Stunden und dann sind die wieder abgefummelt. So, einfach das Gesicht einfach mal voll gemacht, hey, super. Die Hand einfach irgendwo so, so gequatscht. Mach mal einfach mal. Aber das Geld für die Zähne, ah, das investieren wir dann doch lieber hier auf irgendwelche komischen Mickey-Mäuse oder so. Ja, und ich will... Ach, ja, kann ich nicht sagen. Tattoo-Maschine auf Amazon, 90 Euro mit Farbe. Da hast du recht, Julkind. Da hast du recht, das ist wahrscheinlich so dieses... ja, wir sind jetzt alle Tattoo-Künstler. Boah, Eastpak wird noch getragen. Messer rein, Messer raus und wir klingen, ja. Fit, machen Hektik, Taschen voll, motherfuck, die Blasch im... Erstmal, erst, sorry, aber... Netflix und schön. Ja, komm weg. Jetzt stell dir vor, du gehst in eine dunkle Straßenecke und da weißt du, hey, du musst vorsichtig sein, ne? Wenn du bedroht wirst, musst du immer auf Zack sein. Und dann kommen so 3-4 Jungs auf dich zu und wollen dein Geld oder wollen irgendwas von dir, dein Handy oder keine Ahnung, was sie heutzutage wollen. Messer raus, Messer rein, Messer raus und die Klinge, ja. Und dann will der dein Portemonnaie. Ich meine jetzt mal ernsthaft. Mit der Frisur kriegst du mein Portemonnaie auf gar keinen Fall. Machen Hektik, Taschen voll, motherfuck, ihr Blasch im Nacken. Ausgegeben, du kleiner Hund. Ja, okay, Daumen hoch dafür, dass du den Text anscheinend kanntest, aber auch da Hintergrund, ne, war jetzt nicht so optimal. Aber wow, wenn ich mir das angucke, sind wir auch wieder... speziell. Bruder, wie viel Achselhaare kannst du haben? Dieser Typ, ja. Und da weiß ich nicht, das wirkt so cool. Das wirkt so, wie, als hätte, als wäre das so ein Panda-Bär und das wären die Ohren hier irgendwie. Das sind definitiv viel zu viele Achselhaare, oder? Ja, bitte geh jetzt. Oh, dann sagst du also, dass es böse wäre, wenn ich so etwas hier machen würde? When I'm top, then you go gay. Was hast du denn gemacht? Ja. Werf ein Glas runter. Es ist kaputt. Sag Entschuldigung. Entschuldigung, Glas. Ist das Glas ganz? Nein. So geht es meinem Herzen auch. Dafür, Freunde, ist er, weißt du, wir müssen nachhaltig leben. Schalte früh hoch, fahre vorausschauend und da TikTok geht hin und schmeißt Gläser für sowas kaputt, wo du sagst, du musst das Glas einschmelzen, in die Form pressen, du hast Energie dafür aufgewendet, die ich theoretisch teuer bezahlen muss im Moment. Dafür, dass er Gläser rumwerfen kann. Naja, er kann mit seinem Geld machen, was er will, aber das ist nicht wirklich nachhaltig. Sie sagt, gib mir nochmal. Kann ich schwer einordnen, ne? Sie hat Argumente, sind wir ehrlich. Sie hat Argumente. Geschluck, während du unten so kommst. Die Brille ist einfach total niedlich. Guck's, sie kommt zum dritten Mal. Es sagt, Baby, du fickst Bruder. So krass. Wie kann man 2 von 3 Bildern so falsch aufhängen? Meine Güte. Monster, Teufel, ja. Das ist auch diese komischen, die Namen hier, starke Mami 247 und dann weißt du irgendwie 4 Kinder von 3 verschiedenen Vätern, die nicht mehr da sind und irgendwie so, oh ja, super stark bist du. Die, weil dann auch bunte Haare, ne, die filmen sich dann immer im Livestream auf TikTok, wie sie irgendwie Spaghetti Bolognese fressen oder irgendwie so und denken dann, das ist der Content. Und dann, wenn du dann sagst, hey, was machst du da, dann wirst du gebannt.
Ja, es hätten auch vier Kinder von vier Vätern sein können, aber ich fand, so war der Gag irgendwie besser angebracht. Gibt es Leute, die so da sitzen und denken, das sind auch bestimmt diese Furries, die dann denken, boah, ich sehe total knuffig und süß aus. Die so denken, boah, ich ziehe mir jetzt diese Maske an, mache jetzt TikTok, zeig Mittelfinger und bin ein harter Typ? Ist es heutzutage so? Oh, jawohl, Alter. In unserem Haus herum. Ja, Talahohn Trainingscenter, keine Ahnung, was wir da machen. Wahrscheinlich ein paar TikToks. Er rüttelt sich, er schüttelt sich. Ja, aber da war jetzt nichts Verwerfliches dran. Ne? Hätten sie das mit einer alten Oma gemacht, dann hätte ich gesagt, hey, okay, das geht nicht, aber so ist okay. Lass die Jungs ein bisschen Spaß haben. Die sind noch jung. Hey, bitte, Kronen darf hier nur einer tragen. Ich habe jetzt keine. Ich habe nur eine kleine. Soll ich die kleine Krone hier aufsetzen? Ich lasse mir doch meinen Kronenrang hier nicht, ich weiß, das ist ein Diademfuchs. Ich will mir auch hier so solche Dinge aufkleben. Boah, Bruder, mit der Bierpulle da, es wirkt halt auch einfach, ne? Wo du auch denkst, das könnte aus einem schlechten Comic sein. Irgendwie, irgend so eine Frau, die halt so den absurdesten Drogentrip am Wochenende durchgemacht hat und dann aufwacht und sich erstmal, der weiß ich nicht, zurechtfindet und mit der Bierpulle und sich denkt, boah, ich mach jetzt erstmal einen TikTok. An alle Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Drachenlord, ich mache jetzt wieder Videos oder was, ne? So hat das bei ihm auch angefangen. Müsste sie jetzt auch machen. Hi Leute, was geht? Er ist auch ganz speziell. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber der ist auch ganz, ganz da. Es sind auch ganz komische Anschuldigungen im Hintergrund bei dem Typen. Ganz, ganz merkwürdiger Typ, der da halt auch mit seiner Behinderung, sage ich jetzt mal, da irgendwie meint, er hat Freifahrtschein für alles und kann Dinge machen, die andere Leute nicht machen könnten und so. Wollt ihr einen Song hören von mir? Okay. Nein. Shalom, shalom. Frankreich ist schade. Verloren. Italien hoffentlich weiter. Ja. Ja. Peace, Paul. Ja, Peace. Danke dafür, ne? Super. Das ist, ja, Witz. Das ist halt nicht so cool. Ich bin Paris Hilton und ich bin auch dabei. Ich bin Lynn und ich bin auch dabei. Ich bin Non-Binary und ich bin auch dabei. Ich bin Lindsay Lohan und ich bin auch dabei. Und ich bin die Ella, ich bin auch dabei. Ja, 2 von 10. Ihr habt es versucht, ihr habt euch wenigstens ein bisschen Mühe gegeben, irgendwas zu machen. Ach ja, aber das... Hättet ihr dann eigentlich beim Gucken, hättet ihr dann sagen sollen, oh ne, so hochladen. Naja, sparen wir uns. Ich habe zum passenden Moment anscheinend gestoppt, aber... Hat der nur einen halben Kopf oder was? Oder sieht das nur so aus? Aber er hat wirklich mit der Kartoffel gefilmt, ne? Er ist zurückgereist nach 1997 und hat gesagt, ich hätte gern das erste Video-Handy, ich will ein Video machen. Und ich weiß auch nicht, was die Leute damit haben, wenn die dann immer ihre Kameras anschreien und denken, so, ja cool, jetzt hab ich das nachgerappt. Stell dir vor, ich heirate deine Schwester. Zitter nicht. Warum zitterst du? Ich hab gesagt, stell dir vor. Dann kannst du meiner Schwester, die ich ja wahrscheinlich nicht habe, oder doch, haha, Spekulation, dann kannst du da erzählen, wie du Augenbrauen zupfst. Dann ist das doch eine Win-Win-Situation auch. Spiegel. Achtung, nicht erschrecken, es kommt ein gruseliges... Sorry, zu spät. Weiß ich auch nicht. Mann, Frau, keine Ahnung. Ich kann's euch nicht sagen. Ich kann's euch nicht mehr sagen. Ja, ist nicht wichtig, aber... Halloween-Make-up. Oh, ein Gespenst. In Berlin, ich habe Blausäurekapseln und genug Pünktchen. Ja, der hat sich wenigstens noch einen Kessel auf den Kopf gesetzt oder so. Weißt du, das ist ja wenigstens noch so ein bisschen. Ich glaube, er hat sich auch was unter das T-Shirt oder das Sweatshirt gemacht. In die Luft, alles futscht die Marie. Er wird wahrscheinlich keine Fuchswärmflasche haben wie ich, aber irgendwas anderes. Zelda fragt, Fuchs, warum tun die Leute das? Ich verstehe es ja selber nicht.
Und ja, ich verstehe ja auch, wenn du lustigen, cringigen Content machst oder irgendwie so damit arbeitest, aber das ist ja keine Rolle bei denen. Die sind ja wirklich so. Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulation, ey, da halte ich nicht. Ja, aber auch da am Ende, ne? Ich habe ihn gelobt, dass er sich einen Topf auf den Kopf gesetzt hat. Aber das ist, ich bin halt dann auch schon, guck mal, was ich hier angeboten bekomme. Man darf nicht lügen. Ich weiß. Man sagt, dass ich schön bin. Ich dachte, man darf nicht lügen. Mama, lass uns mal einen TikTok machen. Meine PlayStation geht gerade nicht und ich kann kein Fortnite spielen. Ja, dann entsteht halt sowas. Wow, ja, total. Wir haben dir jetzt alles abgekauft, dass das gar nicht gestaged war. So, und die Mutter dann, ne? So, kann ich jetzt meinen Scheiß hier weitermachen? Kannst du jetzt mal irgendwie was anderes machen? Schlampe, sei malartig, Doppel-D, genau das. Auch da, ne? Ja, boah, diese Tunnel. Was ist denn? Ah! Ich weiß nicht, an was es mich erinnert, aber an irgendwas erinnert es mich. Ich werde mich wirklich in den Schlaf weinen, oder? Freunde, ja, es reicht jetzt aber auch mal, ne? Was haben wir? 19:20 Uhr haben wir. Ich weiß nicht. Vielleicht, ich will keine Ankündigung machen. Wenn ich jetzt sage, ich komme heute Abend nochmal wieder, weil Freitag ist, ich muss jetzt erstmal was essen und so, eine Pause machen. Meine Wärmflasche neu machen. Ja? Was wir alle. Ich verabschiede euch jetzt noch liebevoll. Raus jetzt hier! Tschüss! So, könnt ihr mal im Chat schreiben, so, ah, bitte komm später wieder, Fuxi. Fuxi, mach doch heute Abend nochmal einen Stream. Wir sind so alleine ohne dich und es ist uns so langweilig. Du musst dir irgendeinen Scheiß bitte im Internet angucken. Ah, sei für uns da. Ja, genau, wenigstens einer. Wie gesagt, ist Zelda. Weiß ich nicht. Ja, geht doch so. Ja, der fängt an zu mobben. Okay. Ja, dann überlege ich mir das mal, ob ich vielleicht noch komme, ne? Also seid gespannt, Freunde. Aber wir können das ja so machen. Ihr könnt ja dann vielleicht, ihr wisst das ja, dass ich dann gleich vielleicht komme, ne? Dann könnt ihr ja das ein oder andere Video, was ihr sagt, hey, das ist lustig oder sowas, das wir irgendwie noch eine Stunde abends was Lustiges angucken können. Kommt mir nicht mit irgendeinem Scheiß an. Ja? Dann würde ich das, weil ich bin. Und ich so zu euch bin, wie ich bin, ne, würde ich mir das dann später nochmal angucken. Kein Stress, Freunde. Wie gesagt, ich mache mir eine neue Wärmflasche, ich mache mir ein Brötchen und vielleicht so in einer Stunde würde ich dann nochmal das Ding für eine Stunde anschmeißen, dass ihr mich eine Stunde begleiten könnt. Ne? Stundiger Spruch. So, Freunde, ich sage jetzt an YouTube Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe da was zusammengeschnitten oder irgendwas Interessantes draus gemacht, ne? Und hier das Liken und so nicht vergessen, ne? Ha. So, danke, tschüss.